Na, 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 na. So. Gnade! Haha, ich zeig dir gleich Gnade. Nein! Moment! Ist da jemand? Nö. Die ist von alleine umgefallen. Vampirdiener. Versteckt. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ah. Dann mach ich noch so geil. Blindfisch. Gott sei Dank. So, Stiefel, Tunika, kreiserlicher Bogen. Dietrich, beschlagene Rüstung, goldene Pfeile. Pfeile. Zwergenleuch? Nee. Cool fand ich immer cool finde ich auch immer noch diese Drachenpriester-Dolche. Die sehen sehr cool aus. Resistenz, Frost auf jeden Fall. Stiefel, Vampirstaub. So, haben wir da sonst noch irgendwas? Nee, ne? Aschehaufen? Nee. Orkischer Pfeil. Ja, so dafür, dass da aber vorhin so viele angezeigt wurden und so, war aber nicht ganz viel los hier. Man muss alles nur geordnet hintereinander angehen. Was haben wir denn hier? Oh, da oben sitzt doch einer. Und wir kommen nirgendwo rein, das gefällt mir überhaupt nicht. Ah, das ist aber mal sowas von eine Falle. Aha. Aha. Grüß dich, Wolf. Na toll. Das war ja eine Herausforderung. Hey! Wie, Wolf-Vampirmeister, bist du bescheuert? Au, lass das! Lass das! Boah, was hasse ich diese Scheiße, ey. Scheiße. So eine Scheiße. Heiltrank, darf man mal ein paar Heiltränke, die wir schlucken können, müssen. Ja toll, wie soll ich denn da hochkommen? So, und los geht's, los geht's. Aua, aua, der hat mich durch die Wand getroffen. Wo ist der? Komm her, du kleiner Sack, du bist kein Gegner für mich. Komm schon, du bist am Ende. Oh, scheiße, ich bin auch am Ende. Hui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 u
Und da können wir wieder gemächlich unserer Wege ziehen, würde ich sagen. Den Meister haben wir ja jetzt erledigt. Mal speichern. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch was. Silbererz. Ja, Silber schürfen wir mal. Im Schleichmodus. Ganz leise. Ganz leise schürfen wir das Silbererz. Jetzt. Jetzt. Erz Silber hinzugefügt. So, und jetzt? Durchsuchen Truhe. Edelstein, markloser Rubin, Eisenhelm, Gold, Meridias Stern. Meridias Stern, können wir den mal irgendwie untersuchen hier? Rolle der Hysterie. Stab der Besänftigung. Vergoldete Elfenrüstung. Was ist das denn? Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Vergoldete Elfenrüstung? Ihr habt meinen Stern gefunden. Doch jetzt ist nicht die Zeit, um zu frohlocken. Immer noch entweiht der Schänder meinen Tempel. Kehrt zu meiner Statue auf dem Berg Kilkrea zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichts machen. Ich will aber kein Werkzeug des läuternden Lichts sein. Au. Hey, wer bist du? Ich bin Werkzeug des läuternden Lichts. Nee, irgendwie klingt das nicht cool. Da bin ich lieber böse oder gemein oder brutal oder... Weiß ich nicht, der Zornengel Gottes oder, keine Ahnung, der Todesbote oder irgendwie sowas, aber ein Werkzeug des Lichts, na. Ach Gott, das ist schon wieder dunkel. Ich hasse Dunkelheit. Liegt da einer? Nee, es ist ein Hackklotz. Dann machen wir mal das Mäppchen auf und dann gucken wir mal, wo das war. Herbstwachturm, da können wir auch noch mal irgendwann mal hin. Bringe das Fragment Wutran, Schützburg. Wo ist denn die? Ständers. Ja, aber wo ist denn das? Finde Merina, bringe Merina schon Berg gekrärt. Wo ist das denn? Das ist ja auf der ganz anderen Seite hier. Schnell nach... War ich da schon? Sieht so aus, wa? Ja, super. Ja, klar. Reisen wir doch mal eben hin. Magische Waffen verlieren bei jedem erfolgreichen Treffer an Kraft, können aber mit gefüllten Seelensteinen wieder aufgeladen werden. Da, 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 da. Ja, grüß dich. Seht euch meinen zerfallenen Tempel an. So viel zu der Beständigkeit der Sterblichen, zu ihrer Handwerkskunst. Wenn sie mich nicht liebt, ihren Herzen, wie kann meine Liebe dann sie erreichen? Tausche den Stern aus. Ich möchte mir erst einmal den Stern ansehen, brauche ich versuchen. Vor allem die alte, die gefällt mir überhaupt nicht, die ist so zynisch. Kerzenhalter, wir sind Meridias Stern. Naja, da ist ja nicht so wahnsinnig viel Besonderes dran. Es ist an der Zeit, dass mein Glanz nach Himmelsrand zurückkehrt. Doch das Zeichen meiner Wahrheit liegt vergraben in den Ruinen meines einstmals großen Tempels, der nun besudelt ist von einer lästerlichen Dunkelheit, die sich darin regt. Der Totenbeschwörer Malkoran schändet meinen Schrein mit abscheulicher Verderbnis, indem er verlorene Seelen aus diesem Krieg einfängt und seinem Willen unterwirft. Sowas. Schlimmer noch, er nutzt die Kraft aus meinem eigenen Zeichen,
um seine elenden Taten zu begehen. Ich habe euch hierher gebracht, Sterblicher, damit ihr mein Champion werdet. Yes. Ihr werdet meinen Tempel betreten, mein Artefakt zurückholen und den Schänder vernichten. Klingt nicht gerade, als hätte ich eine Wahl. Ich mache es. Erzählt mir mehr über dieses Artefakt. Erzähl mir mehr. Sterbliche nennen es den Dämmerbrecher, denn es wurde in einem heiligen Licht geschmiedet, das über meine Widersacher hereinbricht und Verderbtheit und Falschheit wegbrennt. Ihr werdet in meinen Schrein eintreten, mal Koran vernichten und diese mächtige Klinge zurückholen. Natürlich. Natürlich. Ich habe es befohlen. Jetzt geht. Das Artefakt muss zurückgeholt und Malkoran vernichtet werden. Malkoran hat die Türen verschlossen. Doch dies ist mein Tempel und er hört auf meinen Befehl. Irgendwie klingt die ein bisschen angepisst. Ich werde euch einen Lichtstrahl hinabsenden. Führt dieses Licht durch meinen Tempel, dann werden seine Türen sich öffnen. Alles gut? Gleite Meridias Licht durch den Tempel. Also wer auch immer gesagt hat, das wäre eine ganz fürchterlich schnelle Quest, also dem gehört mal links und rechts eine gewatschelt. Witzig, und wo muss ich jetzt hin? Das ist mein Tempel. Das ist mein Tempel. Nee, 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 nee. Wo geht's denn in den Tempel? Nee, 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 nee. Au. Hier? Da? Oder ist da Wutrand? Nee, das ist Kilkrea Tempel. Also ich bin jetzt schon eine Stunde und eine Viertelstunde hier mit schon zugange jetzt hier mit Tempel finden, also mit Meridia Quest und sowas. Also die ist aber nicht so fürchterlich schnell. Ich hatte nämlich gehört, die wäre so fürchterlich schnell und so fürchterlich kurz, die Quest. Aber sie ist cool. Da kann man nichts gegen sagen. Verweste Leiche. Warum auch immer verweste Leichen zwar keine Kleidung und nichts haben, aber Gold. Schweigen. Tod. Verderben lauert an jeder Ecke. Verweste Leiche. Oh, mit einem Heiltrank. Diese Stille. Diese unfassbare, laute Stille. Wo geht's denn hier lang? Da ist eine Truhe. Wie komme ich an die Truhe? Ich will an die Truhe. Ich habe keine Ahnung, wie ich an die Truhe komme. Aber vorher öffne ich auf jeden Fall noch die eine Holztür. Nicht diese Adeptentüre. Nein! Nee. Bitte was? Also wenn das der Sounds of Skyrim Mod ist, dann... Das sieht irgendwie nach Falle aus. Oder nicht? Altes Nordschwert? Nee.
Unermessliche Schätze. Ich glaube, nächstes Mal lächle ich da nur noch drüber und denk mir, hey, das sind die großen Schätze der Alten. Früher war Geld halt auch mehr wert. Da hat sich das noch gelohnt. Scheiße, was ist das? Wie ist ja wohl bekloppt? Lass mich hoch. Lass mich hier hinter verstecken. Was ist das? Was treibt es da? Vor allem, hier war noch nicht ein Gegner, nix. Aktivieren Sockel. Ach, ja, warum nicht? Und nu? Ich weiß gar nicht, ich bin gerade auch wieder so schweigsam, weil ich weiß nicht, was für Dinge mich hier erwarten. Außer verwesten Leichen, die mittlerweile schon ganz ordentlich Gold mit dabei haben. Und Gott sei Dank, mittlerweile brauchen wir ja auch schon wieder ein bisschen mehr.